Heute soll es mal etwas persönlicher werden. Du kennst mich vielleicht nicht und ich kenne dich sehr wahrscheinlich auch nicht und vielleicht siehst du mich nur in diesem Video und fragst dich, was verleitet eigentlich einen so jungen Menschen, sich vor eine Kamera zu setzen und Videos zu drehen und die dann auch hochzuladen. Und ich möchte dir sagen, dass mein Leben nicht immer so war. Noch vor allzu kurzer Zeit sah es ganz anders aus. Ich möchte dir jetzt von einer Geschichte erzählen, die mein Leben verändert hat, die mein Leben geprägt hat. Und das Große an dieser Geschichte ist, warum ich sie mit dir teilen möchte, ist, dass es in diesem Moment oder diesen Abschnitt von meinem Leben eigentlich gar nicht so sehr um mich geht, sondern um jemand anderen. Und ich möchte dir die Geschichte einfach mal erzählen und dir aufzeigen, dass mein Leben ganz anders aussah. Noch vor nicht allzu langer Zeit war mein Leben geprägt von Alkohol und von Zigaretten und das Teuflische daran war, dass ich nicht gerettet wurde dadurch. Mir ging es dadurch nicht besser. Und ich habe viel Zeit mit dem Alkohol verbracht, viel Zeit mit dem Rauchen verbracht und eigentlich wollte ich damit nur was bedecken. Ich wollte etwas in meiner Seele verdecken, was nicht ans Licht kommen sollte, was mich in Ruhe lassen sollte. Und in der Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, da wird es auch wirklich deutlich, da wird es jetzt nochmal sichtbar, was da war in mir. Es war an einem ganz normalen Abend, wie es einer für mich war. Ich war mit Freunden unterwegs, wir haben getrunken, wir hatten Spaß, wir waren fröhlich. Zumindest schien es so. Und der Abend war eigentlich ganz normal. Aber der Morgen danach, der war der schrecklichste Morgen, den ich je hatte. Und nicht, weil ich Kopfschmerzen oder sowas hatte, mir ging es eigentlich immer ganz gut. Sondern ich habe in meinem Inneren eine Leere gespürt. Ich habe in meinem Inneren so etwas wie ein Vakuum gehabt. Ich habe gedacht, ich werde aufgesaugt von außen nach innen. Ich habe gedacht, ich muss sterben. So sehr hat es mich zerfressen innerlich. So sehr habe ich mich schrecklich gefühlt innerlich. Und es wurde nicht besser. Es war am Mittag nicht vorbei, es war am Abend nicht vorbei, es war am Tag danach nicht vorbei, sondern es hat sich gezogen. So circa vielleicht eine Woche, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich saß auf meinem Sofa, das weiß ich noch ganz genau. Dieser Moment hat mein Leben verändert. Ich saß auf meinem Sofa und habe eine Stimme gehört, eine ganz leise Stimme. Die war aber gewaltig, das sage ich dir, die war sowas von gewaltig, obwohl sie so leise war. So leise können wir nicht flüstern. Und zwar hat Gott zu mir gesprochen. Er hat zu mir gesagt, ich soll umkehren von dem Weg, weil es sonst verloren gehe, weil sonst diese Leere, weil sie mich sonst töten wird, weil ich so sterben würde. Und ich hatte mehrere Chancen in meinem Leben, mein Leben zu verändern, aber ich wollte es nie. Ich habe gedacht, wenn ich mit Gott lebe, wenn ich in die Kirche gehe, dann wird mein Leben langweilig, dann muss ich alles aufgeben, ich verliere doch alles, aber das war nicht der Fall, das kann ich dir versprechen. Und es war so die Stimme Gottes, die zu mir gesprochen hat. Und ich wollte früher nie etwas damit zu tun haben. Ich wusste zwar immer, dass es Gott gibt. Ich wusste es. Wir Menschen, wir wissen alle, dass es Gott gibt. Das sagt uns die Bibel, wenn wir allein nach draußen gehen, in die Natur und wirklich diese Herrlichkeit sehen im Sommer, wenn es morgens noch so frisch ist und die Sonne aufgeht, das ist einfach wunderbar. Daran erkennen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dass es keine Evolution ist, dass es kein Urknall war, sondern dass es Gott war. Und ich wusste eben, dass es Gott immer gibt, aber ich wollte mit ihm nichts zu tun haben, beziehungsweise habe ich es mir so ausgemalt, kurz vor meinem Tod, ja, mache ich das, was Gott von mir verlangt, dann nimmt er mich noch an, ich komme in den Himmel, aber das hätte nicht ausgereicht, da wäre ich schon zu spät gewesen. Weil die innere Leere, die hätte mich einfach zerfressen, die hätte mich vorher schon getötet, noch bevor ich das machen kann. Und jetzt hat Jesus zu mir gesprochen. Er hat zu mir gesprochen, als ich da auf dem Sofa war und er hat gesagt, ich soll mein Leben umkehren, ich soll Buße tun, ich soll um Vergebung bitten von meinen Sünden, ich soll mein Leben ändern. Und das habe ich auch gemacht, weil diese Stimme so gewaltig war. Die Stimme, die hat mich einfach gepackt, das, was er zu mir gesagt hat, das hat mich mitgenommen, das hat mich wirklich berührt. Ich bin auf meine Knie gefallen, habe wirklich zu ihm gebetet und habe gesagt, bitte vergib mir, was ich getan habe. Ich möchte mein Leben ändern, ich möchte wirklich nicht sterben, sondern ich möchte für dich leben. Und seit diesem Moment
sieht mein Leben ganz anders aus. Diese Leere, die wurde weggenommen. Mir wurde eine Hand gereicht in der Grube, in der ich saß, und ich wurde rausgezogen. Jesus persönlich hat mich rausgezogen aus dieser Grube. Was hat diese Geschichte mit dir zu tun? Vielleicht spürst du auch diese Leere. Vielleicht denkst du auch, vielleicht bist du in Depression. Vielleicht suchst du auch im Alkohol, in Zigaretten, in Drogen. Ich weiß es nicht. Suchst du deine Freude, aber du findest sie nicht. Das bringt dir nichts. Es wird von jedem Morgen, es ist wieder zurück. Es ändert sich einfach nichts. Und wenn du dich so fühlst, dann möchte ich dir auch ans Herz legen, komm zu Jesus, weil er lebt heute noch und er ruft dich heute noch. Er möchte auch dir diese Freude geben, diese Liebe geben, die unabhängig ist von allem auf der Welt. Du wirst nichts mehr brauchen als nur Jesus, und du wirst eine Freude in deinem Herzen haben. Das kann dir niemand geben. Diese Freude, die wird einfach da sein, weil er da ist, weil er lebt, weil er die Freude ist, sagt die Bibel. Und er wird dein Leben auf den Kopf stellen. Beziehungsweise, eigentlich ist das falsch formuliert, dein Leben, es steht gerade auf dem Kopf. Und er wird dein Leben wieder richtig rumstellen. Er wird dich wieder auf die Beine stellen, dass du wieder alles richtig sehen kannst, so wie es eigentlich ist. Und ich sag dir, das ist der Wahnsinn. Das kann man nicht in Worte fassen. Vielleicht bist du ja noch skeptisch, vielleicht glaubst du mir nicht. Aber ich verspreche es dir, es ist so. Es ist wirklich so. Und wenn du dich davon überzeugen lassen willst, wenn es dich interessiert, wenn du wirklich wissen willst, was diese Hoffnung ist, die in mir ist, was diese Hoffnung ist, die uns Christen wirklich prägt, die unser Leben prägt, dann möchte ich dich einladen. Such doch mal eine Gemeinde auf und hör dir an, was da gepredigt wird. Oder wenn du hier aus der Umgebung kommst, komm doch zu uns in die Gemeinde. Ich werde dir die Kontaktdaten, die Adressdaten wirklich einpflegen ins Video, und du kannst ja mal vorbeikommen. Am Sonntag haben wir Gottesdienst von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr oder um 11 Uhr bis 12 Uhr. Hör dir doch einfach mal an, was uns Christen wirklich prägt, was unser Leben verändert, was uns jeden Tag die Hoffnung gibt, diese Freude gibt, dass wir jeden Tag aus dem Bett aufstehen und dankbar sind für unser Leben, was diese Leere in uns füllt. Komm doch vorbei. Hör dir das an, lies in der Bibel, probier es aus.